Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Diesmal habe ich Emmy dabei. Hi. Hi. Sie muss Malkondo vertreten. Genau. Ja, der Malkondo muss diese Woche wieder verdammt viel arbeiten. Und dann kann ich euch auch gleich mitteilen, es wird diese Woche wahrscheinlich kein Stranded Raft mehr geben. Also auf jeden Fall am Mittwoch wird es auf jeden Fall ausfallen. Das wäre dann morgen. Fällt es auf jeden Fall aus und am Freitag müssen wir schauen, ob wir das irgendwie noch hinkriegen, zusammen aufzunehmen. Also es ist momentan arbeitstechnisch bei Malkondo wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Aber sobald wir dazu kommen, am Wochenende nehmen wir wieder auf. Also spätestens am Montag gibt es dann wieder Stranded Raft. So, komm nochmal runter. Wir machen mit der Fledermaushöhle weiter. Komm mal mit. Hier ist der Mitarbeitereingang. Der ist schon ausgebuddelt worden. Ich bin Mitarbeiter, also darf ich hier lang. Ja. Na, Lichtbugs. So, und da kommt man nämlich genau hier rein. Damit man auch Futter hinpacken kann und so. Genau, ne? Man braucht ja einen Pflegeeingang. Und dann machen wir hier mal die Leiter weg. Die hatte ich nämlich vergessen. Aber hier ist es echt schön drin, hast du gut gemacht. Dankeschön. Wieso kann man Pilze auf Stein machen? Weil es hier dunkel genug war, um die zu platzieren. So, okay, was liegt jetzt hier noch an? Also ich glaube, oben haben wir soweit erstmal alles fertig, denn Schilder brauchen wir noch nicht ranpacken. Das machen wir dann, wenn die Fakten kommen. Hast du was zu essen für mich? Ja, habe ich. Drei natürlich. Burger. Genau, also hier haben wir soweit alles fertig. Das heißt, theoretisch könnten die Fledermäuschen einziehen. Wir müssten jetzt hier nur den Boden noch machen. Aus was würdest du den Mitarbeiterboden machen wollen? Keine Ahnung. Und hier muss eine Tür, sonst können die ja eigentlich. Ja, ja, natürlich. Das machen wir jetzt gleich. Könntest du vielleicht kurz ins Lager gehen und Stein holen? Wärst du so nett? Welchen Stein? Ganz normalen Cleanstone. Und wir brauchen hier vielleicht noch eine Treppe? Genau. Also einfach Cleanstone holen. Ganz, ganz viel bitte. Also so 2-3 Stacks, das sollte reichen. Und eine Tür kannst du mitbringen. Dann bringe ich die Birken. Eine Birke? Nee. Birke fürs Fledermausgehege finde ich irgendwie... Akazie, so, meine genau, ich. Genau, bring mal Akazie, die sieht man da nicht so doll. Genau. Ja. Genau, dann, ich meinte ja diese, hier, guck. Ja. Akazie. Ja, gut. Akazie finde ich gut. Ich denke, das kann man gut nehmen. Das passt so, halt so auch zu dem Boden und so. So. Okay. Oh, da muss man jetzt echt gucken, wie machen wir das mit der Tür. Und so kommen wir da gar nicht wirklich hoch. Das geht so nicht. Wir müssen da so hoch irgendwie. Soll ich denn noch eine Treppe mitbringen oder so? Nee, bring mal nur Cleanstone mit, da mache ich dann alles draus. Oh. Das macht also gar nichts. Eine Tür und wenn wir nicht mehr genug Cleanstone haben. Ach, das war genau das Problem, genau. Mhm. Verdammt. Was ist denn? Ach, die Decke passt halt nicht so. Ich muss jetzt hier ein bisschen improvisieren. Denn das Problem ist, wenn man hier jetzt über Stufen reingeht, das ginge, wenn wir die Tür gerade nach unten setzen. Moment mal. Da müssten wir die aber noch eins weiter rein machen, die Treppen. Und dann hier die Tür rein. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur theoretisch geht oder ob das auch praktisch funktioniert. Das müssen wir gleich mal testen. Aber es sollte gehen, aber die Tür schließt natürlich hier oben nicht ganz ab, ne? Dann könntest du doch da zumachen. Oh, den falschen Weg. Aber dann kommt man hier nicht mehr hoch, das geht nicht. Oder aber wir machen das einfach so. Das ginge natürlich. Ach, was mache ich denn? Was? Du schubst! Das habe ich mich schon wieder verbaut. Nur weil du mich geschubst hast.
Stimmt doch gar nicht. Doch, du bist schuld. Ich bin gerade erst gekommen. So. Ja, so ist schon besser. Können zwar die Fledermäuse theoretisch hier reinfliegen, aber ich denke, warum sollten sie das tun? Die haben so viel Platz, warum sollten die ausgerechnet hier reinfliegen? Weil sie es wollen. So, mach mal bitte die Tür dahin. Nee, das... Ich habe mir das anders gedacht. Ich hatte mir das so rum gedacht. Wo ist denn die Tür hin? Da. So rum hatte ich mir das gedacht. Ich glaube, das ist besser, oder? Ist das so okay jetzt? Ja, es ist so viel besser. Dann können die Fleder... Ja? Dann können die Fledermäuse nicht so weit raus, sondern dann fliegen sie auch theoretisch. Kommst du nicht mehr hoch? Nee, dann passt das ja nicht. Okay, schade. Dann passt. Okay, alles klar. Das haben wir fertig. Also theoretisch könnten sie jetzt ja einziehen, ne? Ja. Gut. Hast du Cleanstone mit? Was soll ich machen? Du kannst da draußen mal so ein paar Ziegelsteine machen. Das sind vier Stück. Wie Ziegelsteine? Vier Cleanstone zusammen, dann machst du so Ziegelsteine. Und damit füllen wir jetzt hier den Gang erstmal aus. Man könnte hier ja auch noch was in die Wände machen, ne? Also hier in die Richtung irgendwie einen Pflegerraum oder so. Mal gucken, vielleicht kann man sich das mal im Hinterkopf behalten. Ich habe sogar eine Idee für den Eingang. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob du die Idee... Kannst du mir gleich erklären? Hast du noch ein paar Stufen, ein paar, Steine? Wie? Ziegelsteine? Steinziegel? Ja. Das. Oh, nett. Dankeschön. Das reicht. So, jetzt brauche ich Treppen. Treppen? Dann machen wir die Treppen hier noch nach oben. Die Tür müssen wir ja auch noch irgendwie ein bisschen verkleiden hier, ne? Also hier kommt jetzt ja der Weg hin noch. Von hier aus. Den kann ich schon mal machen. Aber hier muss dann ja auch noch irgendwas hin, dass man das nicht so sieht, ne? Ach, jetzt hänge ich wieder in so einem blöden Block fest. Siehst du da einen Block? Kannst du den bitte wegmachen? Ich sehe da keinen Block. Hier muss irgendwo noch ein Block sein. Hier, hier. Da war noch ein Kreisblock. Ah ja, dankeschön. So. Hast du noch Cleanstone? Wenn du meinst, ein bisschen, dann schon. Ich bin ja nur noch 40. Ja, gib mir das mal bitte. Bitte? Danke. So, und dann erklär mir mal den Eingang. Wie, den hier? Wulibaus. Ja, das... Du hattest doch gerade eine Idee. Ja. Ja, dann schieß los. Dass man hier so, Fledermäuse hinpackt. Ich... Also diese Computerspieler... Nenne ich die jetzt mal? Du meinst die NPCs, ja. Ja? Mhm, genau. Das und könnte man gut machen. Vielleicht hier noch, Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin auf den Bäumen. Ja, komm mal bitte runter. Du machst mich sonst ganz kirre. So. Und, hier dann vielleicht noch ein bisschen also so eine schwarze Schrift Fledermäuse hier so hinpacken, oder? Mit okay, Banner. Also, mit Bannern fände ich das zu groß. Ich finde die Idee mit den NPCs ja ganz super. Das ist ja auch nicht wirklich deine gewesen, ne? Natürlich. Von nein, wegen das Banane. Millennials. Habe ich vor der Aufnahme nämlich gerade gesagt, man könnte hier ja Fledermäuse hinpacken. So zwei kleine, die da rumflattern. Hier oben. Und hier oben könnte man tatsächlich Fledermaushöhle dran schreiben, allerdings dann mit den Dekoköpfen. Mit, die sind etwas kleiner. Die sind nicht so groß wie wie jetzt die Banner. Da brauchen wir nur einen Block für. Da okay. Schauen wir mal. Also ich schreibe mir das mal eben auf. Deko-Köpfe. Fledermaushöhle. Mhm. Die würde ich dann offscreen hin machen, eben im Kreativ, weil ich denke, die jetzt die ganze Zeit von der Seite holen und da wieder hin und das machen wir nicht. Das mache ich offscreen und auch die NPCs mache ich offscreen hin. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal eben,
Was? Hast du Mulis Leine abgemacht? Ja. Weil Muli nicht mehr dran geleint war. Komm mal runter da. So. Ich stelle die mal eben auf diese Seite. Wir müssen hier noch den Mitarbeiter, das Mitarbeiterhäuschen machen oder sowas. Ja, ein Häuschen, wo nur die Mitarbeiter durch können. Genau. Guck mal, ich habe hier Hecke. Und ich glaube, ich fände das ganz schön. Ich komm. Wenn man hier so ein bisschen Hecke und so hinmachen würde. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also hier auf jeden Fall. Komm, ich gebe dir die mal. Da. Kannst du mal ein bisschen gucken, wo du noch Hecke hinmachen willst, musst, möchtest. Ich verkleide jetzt hier noch mal ein bisschen was mit dem Stein. Darf ich hier denn so Hecke hinmachen? Ja, du darfst. Tob dich aus. Guck mal hier, ich habe auch noch Bänke. Ich gebe dir mal Deko-Zeugs, dann kannst du da ein bisschen Deko machen. Ich mache den Rest. Was habe ich denn noch? Habe ich noch Mülleimer dabei? Nö. Hier, das habe ich noch. Ja, danke. Ja, mehr habe ich im Moment leider nicht dabei an Deko. Cleanstone bräuchte ich noch. Also wenn du nochmal Richtung Lager gehst, wäre es toll, wenn du an mich denkst. Ja. Machen wir alles. Vielleicht werde ich es. Nein, Spaß. Ja, ich bin da echt... Hast du vielleicht doch eine Schere dabei? Nee. Also wenn du dich verbaust, dann ist Pech. Ich würde auch hier, wie gesagt, nicht den ganzen Berg machen. Also, dir habe ich das gar nicht erzählt gehabt. Das hatte ich mit meinem Kondo letzt gemacht. Ah. Also schon so würde ich das schon beinahe lassen, ne? Das geht so schräg runter. Ne, sieht schon ganz nett aus. Ja. Die andere Seite würde ich gar nicht mehr machen und auch nach oben hin nicht mehr. Ich finde, das reicht an Stein. Ja, sieht echt. Aber hier den Mitarbeitereingang, den müssen wir halt dann doch noch ein bisschen mehr, weil... Oh, kein Stein mehr. Kein Stein mehr. Wo rennst denn du hin? Lager. Ach, gehst du Stein holen? Kannst du noch eine Akazientür dann mitbringen? Ich überlege gerade, ob wir das hier tatsächlich mit Türen zumachen sollen. Und wir machen vielleicht... Es gibt da doch so Karten irgendwie. Keine Ahnung. An Seiten, ich habe das in einer anderen Mod gesehen. Karten. Dass man so Türen hat, womit man eine Karte benutzen muss. Und die Türen dann erst aufgehen. Nee, das geht bei uns nicht. Die Mod haben wir nicht mehr. Die war nur zum Testen drauf. Die hat leider nicht funktioniert. Schade. Ja, das finde ich auch. Die fand ich nämlich auch ganz toll. Dann nämlich nur die Mitarbeiter die haben. Mhm. Voila. Ja, das wäre eine super Sache gewesen, aber leider haben wir das so nicht. Ich überlege jetzt wirklich, wie wir hier einen Eingang, einen Mitarbeitereingang hinkriegen sollen, weil... Puh. Wie viel brauchst du denn noch, was schätzt? Bring mir mal nochmal 2 Stacks Cleanstone mit. Bring mir mal 2 Schwarzeichenzäune. Nein, 2 Akazienzäune. Zwei Akazienzäune. Ja. Ein Akazienzauntor. Eine Akazientür. Ja. Und dich mit. Okay. Das ist wirklich super. Also du machst dich als Handlanger wirklich gut, muss ich sagen. Ah ja, hier stehen jetzt Bänke. Jetzt habe ich noch was vergessen, Mülleimer. Ah ja. Da müsste dann auch noch Laternen und so hin. Moment, ich habe hier doch auch noch ein bisschen was an Zeug. Da können wir doch schon mal hier so ein bisschen Farn hinstellen, ne? Ein bisschen Farn. Ja. Ach, die kann ich auch schon mal auseinander machen, hier die Kohle. Wo ist das denn, ist jetzt die Frage. Was suchst du denn? Mülleimer. Bei Garten. Ja, im ganz letzten Tab. Oder vorletzten. Ja. Okay, du solltest dich ein bisschen beeilen, denn mir ist gerade ziemlich langweilig. Ja, ich bin da müsste gleich. Ich muss mal gucken. F, L, E, D, E, R.
Mensch, das passt aber nicht. Das ist aber unsymmetrisch. Fledermäuse ist irgendwie doof. Fledermaus wäre auch okay, ne? Also Fledermaushöhle. Sowas in der Art. Oh, da war's jetzt aber schnell. Ich habe mich tippiert. Mhm. Da werde ich schon eine Möglichkeit finden. Okay, dann gib mir mal das ganze Zeug. Warte mal, ich muss mir eben schnell was in den Rucksack stopfen. Okay. Das muss ich auch. So. Mehr wolltest du nicht, ne? Dankeschön. Das ist super nett von dir. Nee, mehr wollte ich nicht. Denn ich habe mir überlegt, guck mal, da einfach ein Tor vorzumachen. Ja. Ne? Weil dann kann man nämlich, wenn ich hier das mache. Dann braucht man nämlich keine Tür machen. Dann braucht man nämlich nicht so viel Steinzeugs mehr hier machen. Weil das fände ich schon zu viel. Oh Gott, das ist ja echt knapp hier, ne? Das gefällt mir ja so überhaupt nicht, wenn das so knapp ist. Weil dann machen wir das lieber ein bisschen anders. So. Ach, guck mal, Kohle. Ach, schon wieder mit Behutsamkeit. Du und deine Behutsamkeit. Ja, voll nervig. Aber nur manchmal. Manchmal? Ja, ich finde Behutsamkeit nur manchmal nervig. Ich mag die eigentlich. Ja, das ist mir auch klar. So. Buch. Okay. Dann würde ich sagen. Hier kann ich noch ein bisschen raus. Das weg. Das, das. Das. Mache ich hier die Bank hin. Und hier. Hä? Wieso passt das nicht? Wieso will das nicht? Passt's nicht? Es passt nicht. Ach, du Arme. Aber damit das auch symmetrischer aussieht, kann ich ja das hier machen. He, he. Sieht irgendwie komisch aus. Das hört sich bei dir nicht so wirklich toll an. So, aber. Und dann kommt. Das soll dahin. Dann mache ich das dahin. Und Mülleimer kommt dahin. Okay. Was ist? Das sah bei dir gerade nicht sehr. Ich finde das okay aus. Doch, doch, doch. Ich finde, das sieht völlig in Ordnung aus. Kannst du mal eben schauen, ob das jetzt okay ist oder ob noch irgendwo Stein hin muss? Ich finde, dass hier noch ein bisschen zu glatt ist, sondern hier noch ein bisschen auch hin kann. Wo denn? Wo meinst du? Oben drauf. Hier? Ja. So oder? Ja. Schon besser? Oder hier auch noch was hin? Und hier? Weil das finde ich irgendwie hier zu glatt. Okay, warte. Wo meinst du denn? Da meinst hier, du? Hier, ja. Mhm. So oder noch ein bisschen mehr? Aber ich glaube, wenn wir noch mehr machen, wird es wieder zu glatt, ne? Aber ja, das ist wirklich zu glatt, da hast du recht. Wir müssen vielleicht doch einen kleinen Tacken höher gehen mit allem. Bleib du mal unten, bitte. Du sagst mir, ob das okay ist. Also hier... Du kannst ja auch auf meinen Monitor... Weil hier brauchen wir ja auf jeden Fall auch noch eine Zweierhöhe für die Beschriftung. Ja. Die ich dann aber... wie gesagt, ja, offscreen mache und sonst auch gerne nochmal nacharbeite mit dem Stein da und gucke, wie das aussieht. Ach, hier habe ich Barriers im Weg. Die hatte ich da ja mal hingemacht, dass... Muni backt richtig. Ja. Da, guck mal. Ihre Line. Ja. Sowas macht sie ab und an. Ist das okay so jetzt hier oben, oder? Ja, da ist es okay. Da ist es noch glatt. Okay, warte. Ziemlich glatt. Au. So besser schon? Ja. Brauchst eine Schere? So vielleicht? Ist okay so? Oder sagst du immer noch nö? Okay, da ist jetzt irgendwie eine Ecke drin, die mir nicht gefällt.
Hier, die finde ich total komisch. Komisch, die muss raus. Aber sonst ist es jetzt irgendwie fertig. Ist besser? Ja. Hier vielleicht noch ein bisschen Laub hin tun. Ist besser, ja. Nee, Laub würde ich da nicht raufpacken. Ich würde es tatsächlich so lassen. Ich würde es auch so lassen. Hier vorne gucke ich dann nochmal den Eingang, wie das da mit dem Schild funktioniert. Okay. Lalalala. Das passt so, das ist jetzt okay. Auch der Mitarbeitereingang, den finde ich so in Ordnung. Jetzt müsste hier unten noch ein bisschen Licht rein. Ich glaube, Glowstone habe ich dabei, genau. Da habe ich sogar einiges dabei. Machen wir das noch eben. Kommst du? Hilfst du mir? Ja, ich komme. Du bist im Mitarbeitergang, genau. Ich habe dir da mal Glowstone hingeworfen. Und eingesammelt? Machst du bitte den Glowstone da rein? Warte. Ich muss F5 ausschalten. Eigentlich verfolge ich den nur. Ach, das ist egal hier. Und da so, noch. Genau. Dann die Fackeln weg. Und dann schauen wir nochmal nach oben, ob das so okay ist. Also man könnte da unten ja echt noch so ein kleine, vielleicht kein Raum, aber eine kleine Nische, so eine Futternische reinmachen. So eine kleine Futterküche oder sowas. Da bin ich schon die ganze Zeit dran. Vielleicht kommst du mal kurz mit? Das finde ich gut. Ja, wohin denn? Mitarbeitereingang. Hier müssen wir auch noch ein Schild dran machen, ne? Wo dran steht, Mitarbeitereingang. Nur Personal oder so. Und dann könnten wir hier direkt darüber nebenan vielleicht einen großen Raum machen. Ja, aber, weißt du, ich habe mir das so gedacht, dass man... hallo, Höhle, hallo, Mulenia. dass wir hier einfach so eine Nische machen, weißt du, die halt offen bleibt. Die man nicht zumacht, sondern die einfach so offen bleibt, so eine offene Nische. Damit man, zack... Genau, Zeug schnappen, rein, genau, Fledermäuse versorgen. Weil hier unten kommt ja kein anderer hin. Und vielleicht könnte man dann das Ganze noch ein bisschen abgrenzen und noch einen kleinen Extra-Bereich machen, wo die Mitarbeiter dann einfach Pause machen können, halt einen kleinen Pausenraum hier irgendwie noch schaffen. Mhm. Weißt du? Ich meine, das ist zwar bei den Fledermäusen, aber... Okay, ich meine, es hat doch auch was, wenn man irgendwie geht so, ja, hallo, hey, treffen wir uns nachher zu einem Kaffee in der Pause bei den Fledermäusen? Hä? Ja, können wir machen. Ja? Aber ich trinke keinen Kaffee. Och ja, kriegst einen Kakao. Also, yeah. Ne, ich denke, das ist okay. Also können wir doch hier den Pausenraum so ein bisschen mit reinnehmen. Huhu, hallo, Wasser. Das war zu weit. So weit dürfen wir nicht gehen. Also würde ich sagen, machen wir hier Schluss, ne? Weil da kommt dann der Dings. Moment. Oh, ich muss niesen. Okay, wieder alles gut? Gut. Geht so. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch, dass wir das hier noch hinbekommen, ne? Jetzt könnt ihr alle in die Kommentare schreiben, Gesundheit. Ja, danke schön. Ja, würde ich sagen, machen wir so einen Mitarbeiterbereich. Und dann, bei den Fledermäusen ist jetzt ja eigentlich fertig. Ich würde jetzt den Eingang eben zwischen den Parts machen und, ja, dann im nächsten Part richten wir hier ein. Dann können die Fledermäuse einziehen. Wir sind ja fertig. Ja. Oder? Ja. Dann mal schauen. Ich hoffe, Silke meldet sich jetzt endlich mal. Bis jetzt hat sich ja noch nichts getan. Wir schauen mal. Na gut, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.